Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu 10.000 auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Das ist der Veranstalter von Rock am Ring, Marek Lieberberg. Er fordert nach der Unterbrechung seines Festivals, was viele immer wieder nach einem Anschlag in sozialen Medien verlangen. Es wird Zeit, dass die muslimische Welt eindeutige Zeichen setzt. Oder warum gehen eigentlich die Muslime nicht massenweise auf die Straße, um sich von islamistischen Terroristen zu distanzieren? Muslime weltweit tun genau das immer wieder. Hier zum Beispiel der muslimische Bürgermeister Sadiq Khan in London. You do not commit these disgusting acts in my name. Andere Muslime sind genervt. Sahin Karanlik zum Beispiel will sich nicht immer wieder für Taten rechtfertigen müssen, mit denen er nichts zu tun hat. Als den Distanzator feiern ihn seine Follower auf Facebook gerade ironisch. Denn er führt vor, wie absurd diese Forderung nach Distanzierung für ihn ist. Hiermit distanziere ich mich als Muslim von den Pennern, die den Islam als Rechtfertigung für Gewalt und Terror ansehen. Als Mann distanziere ich mich von den Sexualstraftätern, den Machos, den Frauenverprüglern, den Arschgeigen, die ihnen nicht die Tür aufhalten und auch noch den Jahrestag vergessen. Als Musikhörer von Helene Fischer, als YouTube-Nutzer von Bibi, ich distanziere mich von allem und jedem. Karanlik postet auf Facebook regelmäßig gegen Rassismus, Homophobie oder Islamismus. Gut 2000 Abonnenten hat ihm das bisher eingebracht. Sein Distanzierungsbeitrag gefällt schon mehr als 3500 Usern. Auch andere finden, Muslime werden zu pauschal in die Pflicht genommen. Die Satire-Seite Hooligans gegen Satzbau treibt es auf die Spitze und distanziert sich unter anderem von Deutschen, die Frauen schlagen, Deutschen, die Oktoberfest feiern und Deutschen, die im Ausland weiße Socken und Sandalen tragen. Distanzierung oder nicht, in einem sind sich alle einig. Terroristische Anschläge, egal welcher Art, müssen aufhören.